Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. So, einen schönen guten Abend. Hier ist der Wutze fürs Krähennest und ich habe einen Gast. Katha, stell dich ganz kurz vor. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Katharina Nokum. Ich bin der Piratenpartei in Niedersachsen und Themenbeauftragte für das Thema Datenschutz bei der Piratenpartei und in der AG Datenschutz aktiv. Alles klar, du bist heute bei uns, um über den International Blackout Day zu berichten, der in wenigen Stunden beginnen soll, am 12.03. Kurz Welttag gegen Internetzensur. Organisiert von wem? Ja, also aufgerufen zu der Aktion bzw. zum Welttag gegen Internetzensur haben Reporter ohne Grenzen. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich für die Rechte von Journalisten weltweit einsetzt. Die skandalisieren zum Beispiel, wenn es dazu kommt, dass Blogger wegen Berichterstattung verhaftet werden oder wenn Journalisten das Netz überwacht werden oder auch es zu Vorfällen kommt, wo die Pressefreiheit im Allgemeinen eingeschränkt wird. Und die haben den 12. März als Stichtag festgesetzt, um mal das Thema Pressefreiheit im Internet auf die Tagesordnung zu setzen. Und jedes Jahr bringen die da veröffentlichen die einen Bericht, der sich um die Feinde des Internets dreht. Das heißt, die gucken sich an diesem Tag mal an, wie ist es eigentlich um den Stand der Internetfreiheit, der Pressefreiheit weltweit im Netz bestellt und erstellen eine Rangliste und merken an, wo systematisch Grundrechte im Netz abgebaut werden. Und wir haben in der AG Netzpolitik darüber diskutiert, was man an diesem Tag machen kann. Und da kam von der AG Öffentlichkeitsarbeit dann so ein bisschen der Aufruf, lass doch mal eine Aktion starten. Und da hatten wir die Idee, dass wir einen Blackout Day machen. Das heißt, wir bieten einen Plugin an, dass sich Unterstützer auf ihrer Webseite einbinden können. Und an diesem Tag wird dann quasi eine schwarze Seite als Startbild erscheinen, wo in der Mitte dann ein Banner steht, wo erklärt wird, warum ist dieser Tag wichtig, was ist das Thema und noch weiterführende Informationen geliefert werden. Warum es wichtig an diesem Tag ist, sich mal Gedanken darüber zu machen, dass Pressefreiheit im Netz nicht selbstverständlich ist und dass es nicht nur in Ländern wie Iran oder China ein Problem ist, sondern auch in Deutschland nicht selbstverständlich ist und auch Probleme da sind. Das heißt, es bezieht sich dann in dem Fall tatsächlich jetzt auf unser Land selbst oder hat es dann auch Auswirkungen auf China, Iran oder Nordkorea? Ja, also Grundrechteabbau im Internet und insbesondere die Einschränkung von Pressefreiheit im Netz ist leider ein globales Problem und das kann man gar nicht so isoliert betrachten. Im Endeffekt ist es halt auch eine Sache, die sich untereinander bedingt. Beispielsweise ist es ja so, dass wir in Deutschland auch Unternehmen haben, die Überwachungssoftware herstellen und diese auch in Unterdrückungsregime exportieren. Das heißt, deutsche Unternehmen leisten aktiv einen Beitrag dazu, dass Pressefreiheit im Netz in anderen Ländern unterdrückt wird und die Bundesregierung ist in diesem Punkt bislang untätig geblieben. Das heißt, es gibt da keine Exportverbote, obwohl es Exportverbote für Waffen gibt, gibt es das für digitale Waffen nicht. Und auch in Deutschland oder in der EU gibt es ziemlich viele Gesetzesvorhaben oder auch schon umgesetzte Gesetze, die sich sehr negativ auf die Pressefreiheit im Netz auswirken. Wir haben unter anderem in Deutschland ja nach wie vor die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung. Die ist noch nicht vorbei. Wir haben die Vorratsdatenspeicherung ja glücklicherweise durch eine Verfassungsbeschwerde gekippt. Aber es gibt momentan natürlich immer noch Bestrebungen, vor allem bei der Union, diese wieder einzuführen. Und in der Vorratsdatenspeicherung würden ja verdachtsunabhängig die Verbindungsdaten von allen Bürgerinnen und Bürgern gespeichert werden, auch von Journalisten. Und das ist natürlich ein riesiger Eingriff in die Pressefreiheit, weil man da Quellen von Journalisten überhaupt nicht mehr wirklich geheim halten kann. Also steht das dann in einem Zusammenhang eigentlich dann mit ACTA, PIPA und wie sie alle heißen? Es gibt ziemlich viele Verbindungen zwischen, Urheberrechtsinteressen, die hinter Gesetzesvorhaben stehen. Und Einschränkungen von Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit im Netz. Wir haben ja beispielsweise auch die Debatte um Zugangserschwerungsgesetze gehabt oder um Internetsperren. Es
da ist ja auch in der Debatte klar geworden, dass es da eher um eine wirkliche Strukturfrage geht. Wollen wir, dass im Netz beispielsweise Sperren einmal eingebaut werden, wo der Staat dann einfach auf einer Blacklist definieren kann, welche Seiten angesurft werden dürfen und welche nicht? Weil einmal eingeführt ist so eine Struktur natürlich erstmal da und kann auch beispielsweise dafür genutzt werden, um unliebsame Berichterstattung dann auf die Blacklist zu setzen. Und das ist eine Entwicklung, die man in anderen Ländern durchaus beobachtet hat, nachdem solche Strukturen erstmal etabliert wurden. Und man muss sich auch vor Augen führen, dass von der technischen Seite her solche Maßnahmen nichts anderes sind als Maßnahmen, die beispielsweise im Unterdrückungsregime angewendet werden, um Pressefreiheit im Netz einzuschränken. Okay. Frage dazu. Dieser International Blackout Day ist dann eigentlich nur eine Geschichte, die online tobt, sage ich jetzt mal so, und keine Offline-Aktion wie vor dem Bundestag etc. oder Demos zur Folge hat, oder? Es ist eine reine Online-Demo und wir haben zusätzlich zu dieser Online-Demo noch ein sehr umfassendes eigenes Dokument, einen eigenen Bericht erstellt, quasi die Feinde des Internets aus Sicht der Piratenpartei, wo wir einmal aufzählen, was für problematische Gesetze oder Entwicklungen wir in den letzten Jahren beobachtet haben, welche auf der Agenda stehen und welche in Zukunft für uns wichtig werden. Das heißt, wir möchten eine Debatte anstoßen, dass die Leute erstmal darauf aufmerksam werden, vielleicht durch eine Seite, die sich darauf beteiligt und auf den Link klicken und sich dann informieren. Und vielleicht auch dann das nächste Mal, wenn beispielsweise es um Bestandsdatenauskunftsgesetze im Bundestag geht, wenn es wieder diskutiert wird, dass da vielleicht auch Leute dann eher die Bereitschaft haben, sich dann dahin zu stellen und dagegen zu protestieren, weil das wirklich uns alle betrifft. Aber ganz besonders wirkt sich das natürlich auf die Berichterstattung und auf den Journalismus aus. Eine Demokratie ohne freie Presse, ohne Journalismus, ohne kritische Blogger ist einfach nicht möglich. Was mich wundert, also auf jeden Fall, es gibt im Wiki den Welttag gegen Internetzensur 2013, alles mit einem Minus getrennt, im Piraten-Wiki. Ein paar Beispiele, die man sich auf der Webseite mit einbauen kann. Momentan alles auf Deutsch. Ist das nur in Deutschland oder international, koordiniert international? Also diese Blackout-Geschichte haben wir jetzt erstmal in Deutschland als Aktion gemacht. Es gibt aber in anderen Ländern auch Aktionen, die an diesem Tag stattfinden. Denn Reporter ohne Grenzen sind eine internationale Organisation und diese Studie, die sie veröffentlichen, ist auch eine internationale. Das heißt, je nach Land gibt es auch andere Organisationen, die sich daran beteiligen. In Deutschland ist es hauptsächlich eine Aktion der Piraten, die sich da an die Seite der Reporter ohne Grenzen gestellt haben und die das durch eine Online-Demo unterstützen wollen. Aber eine Offline-Demonstration haben wir nicht geplant, weil wir einfach auch dachten, dass eine Online-Demo bei diesem Thema vielleicht auch das richtige Medium ist, um darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich passiert. Beispielsweise, wenn es jetzt zensierte Seiten gibt, wenn jetzt plötzlich einzelne Seiten nicht mehr verfügbar sind. Und wir setzen auch so ein bisschen auf diesen Schockmoment, wenn jemand beispielsweise an dem Tag dann auf piratenpartei.de geht und das Erste, was er sieht, ist ein schwarzer Bildschirm mit einem Logo, wo das Thema dann erklärt wird. Und das sensibilisiert die Leute vielleicht, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Wie weit geht es durch? Auf dem Welttag Internetzensur 2013 der Piratenpartei steht selbst so, sind selbst eigentlich nur sehr viele Piratenseiten zu sehen. Ist Wikipedia Deutschland zum Beispiel mit im Boot? Wer noch oder wer nicht? Nee, also das ist eine reine Aktion der Piratenpartei und wir haben auch nur unter Mitgliedern der Piratenpartei dafür geworben, sich zu beteiligen. Wollt ihr mal weiter? Habt ihr andere angeschrieben und haben die sich gemeldet? Das war kurzfristig einfach nicht möglich. Weil normalerweise braucht ihr etwas zu lernen. Ja, ist klar. Hätte ja sein können. Kurzfristig? Warum kurzfristig? Warum mal wieder kurzfristig? Der Tag steht doch eigentlich schon länger fest, oder? Ja, also im Endeffekt ist es natürlich so, dass unsere Arbeit rein auf Ehrenamt basiert. Das heißt, wir müssen mit den Ressourcen arbeiten, die da sind. Wir haben ja bis auf
ein, zwei Leute in der Piratenpartei jetzt niemanden, der bezahlt wird dafür, dass er macht. Das heißt, jeder hat die Zeit, die er zur Verfügung hat, neben Familie, Freunde, Beruf. Und da ist es halt manchmal so, dass man zeitnah reagiert oder dass man mit viel Vorlauf reagiert. Aber manchmal ist es so, dass man eben nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung hat und die muss man dann auch nutzen. Und in diesem Punkt bin ich hochzufrieden, dass wir innerhalb einer Woche es geschafft haben, so viele Leute zu begeistern für das Thema und so viele Leute zu mobilisieren, sich da einzutragen, mitzumachen, das Plugin zu installieren. Und ich denke, da können wir auch schon ganz zufrieden mit sein. Ohne Zweifel. Trotz alledem, der Aufruf an alle, die das hören. Katha fragen, vielleicht braucht sie Hilfe. Ja, also wir freuen uns natürlich über Mitarbeit, vor allem in den AGs, insbesondere in der AG Datenschutz und in der AG Netzpolitik freuen wir uns immer über Leute, die gute Ideen haben und auch helfen wollen, diese umzusetzen. Arbeit ist genug da, dafür sorgt leider das Innenministerium immer. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Neuen, der dazukommt und mitmachen will. Wann trefft ihr euch? Regelmäßig? Wo? Ja, also wir haben eine Mailingliste, also sowohl die AG Netzpolitik als auch die AG Datenschutz kommunizieren hauptsächlich über die Mailingliste. Es gibt regelmäßige Mammeltermine, die sind auf der Wiki-Seite der AG ausgeschrieben. Und das Mammel der AG Datenschutz ist beispielsweise auch passend am Welttag gegen Internetzensur um 20:30 Uhr. Okay. Katha, ich danke dir. Vielen herzlichen Dank für die Information. Wir werden auf dich drauf zukommen, wenn wir mehr brauchen an Informationen. Das wird mit Sicherheit passieren. Ja, ich würde eigentlich noch gerne so ein bisschen aus unserem Bericht was erzählen, wenn es hier nichts ausmacht Klar, und wenn wir das immer los, zusammenschneiden immer können. los. Ja. Ja, also ein Thema, was wir auch noch in unserem Bericht erwähnt haben, was auch noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, ist das Thema Überwachungsschnittstellen bei Telekommunikationsdiensten und insbesondere die sogenannte ETSI-Standardisierung für Überwachungsschnittstellen. Diese wurde im Wie heißt letzten das? Jahr auch Eine ETSI, ETSI, das ist eine Abkürzung, Ah, okay, danke. für European Telecom Standards Institute. Das ist ein Entwurf für eine standardisierte Überwachungsschnittstelle für Diensteanbieter und Cloud-Services. Das heißt, da hat sich ein Gremium Gedanken darüber gemacht, wie standardisierte Zugriffsschnittstellen für Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdienste strukturiert sein müssen, dass die einheitlich sind europaweit, und hat da schon mal einen Entwurf gemacht. Das Problem, was dabei ist, ist aber, dass in vielen Ländern, unter anderem Deutschland, es da gar nicht gesetzliche Grundlagen gibt, unter welchen die halt in irgendeiner Weise vorschreiben, dass es diese Überwachungsschnittstellen überhaupt geben muss und unter welchen Bedingungen da halt quasi sich eine Behörde oder ein Geheimdienst dranhängen kann. Und das Problem ist aber, wenn erstmal so solche Überwachungsschnittstellen technisch ja, quasi standardisiert vorgegeben sind und dann immer mehr Länder drauf aufspringen und sagen, ja, also wenn die Schnittstelle schon mal da ist, dann wollen wir da bitte auch Zugriff drauf nehmen, dann wachsen natürlich auch die Begehrlichkeiten. Und betroffen von so einer Schnittstelle wären beispielsweise Mailkonten, Webmaildienste, Facebook-Profile, Google-Plus-Profile, Profile bei Twitter, bei Online-Chats oder bei Videokonferenzen. Und wenn sich so ein Geheimdienst oder ein Polizei dann bei so einer Schnittstelle einhängen könnte, würde sie in Echtzeit die Aktivität der Person dort nachverfolgen können. Und insbesondere im arabischen Frühling hat man ja gesehen, was für eine immense Macht soziale Netzwerke politisch ausüben können, was auch eine super Sache ist. Das Problem ist aber, man stelle sich mal vor, dass so eine standardisierte Überwachungsschnittstelle während des arabischen Frühlings da gewesen wäre und Facebook auch Zugriff darauf gewährt hätte. Ich glaube, dann wäre der arabische Frühling in dieser Form nicht möglich gewesen. Von daher halte ich es für eine Frechheit, dass so eine Überwachungsschnittstelle von einem nicht demokratisch legitimierten Gremium überhaupt ausdiskutiert wird, dann im Entwurf vorgelegt wird mit weitreichenden Zugriffsmöglichkeiten, die erstmal technisch da eruiert werden,
obwohl es ja überhaupt noch nicht ausdiskutiert ist, ob wir das politisch überhaupt wollen. Und es geht einfach überhaupt nicht in der Demokratie, dass man da schon mal vorlegt, bevor überhaupt diskutiert ist, ob man es überhaupt möchte. Das heißt, das würde sich jetzt in dem Fall um Deep Packet Inspection handeln, also auf Hardware-Ebene, dass man Netzwerkverkehr mitschneidet, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, die Packet Inspection wäre nochmal ein anderes Thema, ist aber auch auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was in Zukunft wichtig sein wird. So eine Überwachungsschnittstelle würde eher bedeuten, dass quasi ich mit meinem Mail-Anbieter oder mit meinem ja, Anbieter halt in irgendeiner Form kommuniziere und er dann quasi eine Hintertür in seinem eigenen Dienst einbaut, wo dann sich jemand einklinken kann und mitlesen kann. Und die Packet Inspection würde ja bedeuten, dass ich die Kommunikation zwischen zwei Kommunikationspartnern dann mitschneiden kann. Das Bedenkliche ist aber, dass in diesem ersten Entwurf da auch am Ende eine Passage mit so einem Ausblick drin ist, wo ja nochmal ein Ausblick gegeben wird, wie sich die ja, Schreiber dieses Entwurfs in Zukunft vorstellen. Und sie sagen da ganz klar, die Packet Inspection wird in Zukunft ein großes Thema sein und wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Und die Packet Inspection würde also im Klartext bedeuten, dass jedes Paket, Datenpaket, was ich verschicke, dann quasi von jemandem, der diese Technologie anwendet, zwischendurch mal ausgepackt wird und dass da reingeschaut wird. Und das ist natürlich ein absoluter Vertrauensbruch bei einer vertraulichen Kommunikation. Und es gibt bereits Länder, die die Packet Inspection anwenden im großen Stil. Das sind meistens eher die nicht demokratischen Regime. Es gibt aber durchaus auch ja, Telekommunikationsanbieter, die Packet Inspection in gewissem Umfang aus anderen Gründen nutzen wollen, aus ökonomischen Gründen, weil wenn man die Packet Inspection bis zu einem bestimmten Layer des Pakets durchführt, man jetzt nicht so tief geht vielleicht, dass man die Inhalte der Kommunikation erfassen kann, aber man kann beispielsweise differenzieren, ob jemand über ja, online, also Voice-over-IP-Telefonie macht, beispielsweise über Skype telefoniert. Und wenn jetzt beispielsweise ein Telekommunikationsanbieter mit mir einen Vertrag hat, weil ich ein Smartphone habe, ist er natürlich nicht daran interessiert, dass ich meine Telefongespräche hauptsächlich über Skype abwickle und nicht seinen teuren Tarif benutze. Und es gibt einige Anbieter, die diese Technologie auch dafür nutzen wollen, um den Zugriff auf einzelne Dienste zu unterbinden oder einzuschränken. Und das ist dann auch ein Thema, was dann so in diese Netzneutralitätsdebatte reinspielt. Okay, das wäre dann die technische Seite. Mit anderen Worten, gmx.de, Google und Co. würden dann von sich aus sagen, wir bauen hier eine API, damit der Staat oder die entsprechende Behörde, wer auch immer, die entsprechende Kommunikation, Mail, was liest du, woher kommt die Mail, wohin schickst du Mails, auslesen kann, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe gerade. Ja, also wenn so ein Entwurf, der jetzt erstmal da ist, dann abgestimmt werden würde und quasi die EU-Kommission oder halt auch vielleicht ja, ein einzelnes Land sagen würde, das muss jetzt so umgesetzt werden. Wir verpflichten die Anbieter in unserem Jurisdiktionsbereich dazu, das umzusetzen. Dann wird das so gemacht werden. Momentan ist es so, dass so Abhörschnittstellen sehr uneinheitlich geregelt sind. Das heißt, jeder Anbieter oder jede Nation hat da andere Schnittstellen. Und das führt auch dazu, dass so Abhörvorhaben zum Teil auch ja, ökonomisch teuer werden können, sowohl für die Dienstanbieter als auch für die Länder, die abhören. Weil das halt mit höheren Kosten verbunden ist, wenn das nicht einheitlich geregelt ist. So, wenn das jetzt aber eine standardisierte Schnittstelle ist, ja, dann entstehen da keine Mehrkosten, sage ich mal, wenn sich da noch ein zusätzliches Land dranhängt. Und meine Befürchtung ist da ein bisschen, dass da auch ja, weniger Widerstand auch der Unternehmen gegen solche Vorhaben von Ländern kommen, wenn wieder mehr Überwachung gefordert wird oder mehr Zugriff auf Nutzerdaten. Ich kann nur sagen, wir brauchen mehr Datenhandel. Okay. Warum? Oh, einfach so, ich muss mal sagen, man kann ja mal selbst ein bisschen ein paar Daten verkaufen. So. Ich brauche Geld. Nein, Quatsch, das war jetzt ein Spaß. Ja, ein anderes wichtiges Thema, wofür Piraten auch am Vortag zum Tag gegen Internet, zum Weltinternet, ja, nee, nochmal, ich muss rausschneiden.
Wir schneiden immer, grundsätzlich. Wir üben hier Zensur jenseits von Gut und Böse. Ihr zensiert, super. Ja. Das Creme-Mist zensiert, das möchte ich ganz klar nochmal hier an dieser Stelle sagen. Ganz genau. Ja, am Montag haben die Piraten in Berlin gegen eine Neuregelung des Telekommunikationsgesetzes protestiert. Da geht es um die Bestandsdatenauskunft. Und da hat sich die Große Koalition überlegt, dass sie ein Gesetz ändern möchte. Da gab es nämlich eine Verfassungsbeschwerde von Patrick Breyer, der ist jetzt mittlerweile Fraktionsvorsitzender der Piratenpartei. Und der hat eine Verfassungsbeschwerde halt erfolgreich durchgeführt und da musste ein Gesetz geändert werden. Und das Problem ist aber, dass der neue Entwurf für dieses Gesetz sehr weitreichende Zugriffsbefugnisse vorsieht für Strafverfolgungsbehörden. Und bei Bestandsdaten geht es darum, zum einen natürlich, sag ich mal, offensichtliche Daten wie wie heißt ein Inhaber von einem Telefonanschluss, wo wohnt er und so weiter und so fort, Kontodaten. Da geht es aber auch um PIN- und PUK-Nummern von Smartphone und Handy und auch um Passwörter für Mail-Accounts und Zugangsdaten für digitale Adressbücher. Und das sind ganz offensichtlich sehr sensible Daten. Und in diesem neuen Gesetzentwurf zur Bestandsdatenauskunft ist nun vorgesehen, dass die Betroffenen von dieser Abfrage gar nicht informiert werden. Das heißt, es kann passieren, dass aufgrund von irgendeinem Verfahren, vielleicht auch einer Ordnungswidrigkeit, da ist das nämlich auch schon zulässig, dann Polizei oder Geheimdienste meine PIN- oder PUK-Nummer oder Passwörter für E-Mail-Accounts bekommen und ich im Nachhinein gar nicht darüber informiert werde, dass sie diese haben. Das heißt, ich kann sie nicht mal im Nachhinein ändern, da ich ja nicht weiß, dass diese Daten rausgegeben worden sind. Was auch noch skandalös ist, ist, dass nicht mal ein Richtervorbehalt vorgesehen ist. Das heißt, ob die Maßnahme, bei der die Daten abgefragt wurden, überhaupt rechtmäßig war, wird nicht mal von einem Richter überprüft. Und das ist natürlich problematisch und öffnet Missbrauch Tür und Tor. Ganz besonders, weil die Bundesregierung sich auch noch überlegt hat, dass so eine elektronische Schnittstelle zur Abfrage dieser Daten auch immer ganz klasse wäre. Und daher hat der Deutsche Journalistenverband das auch sehr stark kritisiert. Da Journalisten befürchten, dass hierdurch natürlich auch der Quellenschutz oder allgemein die Überwachung von Journalisten, der Quellenschutz wird auf jeden Fall untergraben und die Überwachung von Journalisten wird a. billiger und b. einfacher und c. Von Gerichten überhaupt nicht kontrolliert und d. Man erfährt nicht mal davon. Das heißt, man kann sich ja nicht mal gerichtlich dagegen wehren, wie eine Maßnahme von der ich gar nichts erfahre. Schöne neue Technik, sage ich dazu. Mit PIN und PUK, also ich bin in dem Fall gerade etwas entsetzt. Also ich habe schon viel gehört, aber das sind ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja, das grundsätzliche Problem an vielen dieser Vorhaben oder Gesetzesvorhaben oder Entwürfe, die da kursieren, ist, dass man oft erst bemerkt, was da passiert, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Das heißt, wenn das Gesetz schon durch ist und in Kraft ist, und dann ist es ganz, ganz schwer, solche Sachen wieder zurückzuholen. Und ich glaube, es ist deshalb auch so schwierig, das Leuten zu vermitteln, weil es meistens technische Themen sind und komplexe Themen sind. Und da meistens es ganz schwierig ist, zu erklären, wie da die Zusammenhänge eigentlich sind. Und manchmal passiert es auch, dass wenn man es Leuten erzählt, was da eigentlich in dem Gesetz konkret drinsteht, man erstmal auf Ungläubigkeit stößt, so, nee, das würden die sich doch nicht wirklich trauen, das macht doch keiner. Aber ja, leider ist es tatsächlich so, im Bereich Datenschutz und Abbau von Grundrechten ist die Bundesregierung leider Vorreiter. Weltweit führend, wie man an vielen Fällen ja sieht. Opt-out-D erinnere ich nur mal. Ja, das Meldegesetz war tatsächlich so eine spannende Situation, wo auch, glaube ich, durch diese legendäre 57-Sekunden-Abstimmung plötzlich ganz viel öffentliches Interesse für das Thema war, weil die Leute einfach auch empört waren, wie innerhalb von 57 Sekunden mit Reden zu Protokoll gehen und nur eine Handvoll Abgeordneter, die sich da nachts still und heimlich, während die EM läuft, im Bundestag versammeln, dass da so etwas Weitreichendes beschlossen werden kann, wie der Verkauf von Bürgerdaten an Adressunternehmen. So, das hat viele Leute richtig wütend gemacht.
Wir haben da auch gegen protestiert. Es gab eine Protestaktion von dem Bündnis Meine Daten sind keine Waren. Und da haben wir vor dem Bundesrat demonstriert. Und da sind also die älteste Demonstrantin war 70 und sie war wirklich wütend. Sie war empört, wie so etwas in der Demokratie passieren kann. Und es ist daher auch immens gut, dass wir dieses Gesetz kippen konnten, weil das, glaube ich, auch gezeigt hat, dass, wenn man will, man solche Sachen auch zurückrufen kann. Das ja, aber wenn ich im Straßenwahlkampf bin, man merkt den Leuten an, dass die tatsächlich mit dem Zuklappen des Computers, also ihres Notebooks, das Internet zumachen. Und das ist für die so eine Blackbox, dass sie eigentlich gar nicht verstehen, dass ihre Daten ins Internet gegangen sind und eigentlich, ich sage es jetzt mal so, für jeden lesbar sind. Habt ihr schon irgendwie mal eine Idee entwickelt oder einfach nur so eine Idee, wie man den Leuten auf der Straße das beibringen kann, weil ich persönlich stoße da oftmals auf Unverständnis, beziehungsweise, naja, ach, meine Daten, ja, ich kämpfe nicht mehr, weil meine Daten sind ja eh schon weg. Vielleicht ist es eine gute Weise, den Leuten das plastisch nochmal zu vermitteln, indem man einfach fragt, ob jemand ein Smartphone besitzt oder ein Handy. In 90% der Fälle werden die Leute sagen, ja klar, Handy, Smartphone hat jeder. Und dann kann man ganz gut erklären, wie beispielsweise im Fall von Vorratsdatenspeicherung das Auswirkungen auf den Alltag hat, nicht nur im Internet, sondern da geht es ja beispielsweise auch darum, dass Bewegungs- und Standortdaten gespeichert werden, dadurch, dass ich beispielsweise irgendwo telefoniere oder sich mein Handy automatisch mit der Funkzelle verbindet. Und wenn ich ein Smartphone habe, dann ruft mein Smartphone ja vielleicht alle 5 Minuten automatisch mein E-Mail-Konto ab. Das heißt, alle 5 Minuten habe ich automatisch eine Verbindung, die sich da herstellt und alle 5 Minuten wird da quasi ein Punkt auf der Landkarte gemacht, wo ich mich gerade befinde, wenn diese Daten gespeichert werden. Und wenn bei einer Vorratsdatenspeicherung jetzt die Bewegungsdaten für 6 Monate gespeichert werden, kann man anhand dieser Daten ganz leicht herauslesen, beispielsweise mit wem ich mich getroffen habe, wo ich wohne, wo ich arbeite, wann ich wo verreist bin und so weiter und so fort. Und das sind ja alles sehr private Daten. Und das hat gar nicht mal so viel so ja mit diesem ominösen Internet zu tun, denn das Internet ist tatsächlich immer mehr Teil unseres ganz normalen analogen Alltags. Und ich glaube, das ist so natürlich und alltäglich für viele Leute, dass sie das gar nicht mehr so wahrhaben. Und es ist ganz wichtig, das nochmal ganz klar nochmal anhand von plastischen Beispielen zu zeigen, dass eben diese Datensammlung oder diese Datensammelwut tatsächlich auch im Alltag passiert und nicht nur dann, wenn ich meinen Rechner aufklappe und mich im Internet bewege, sondern da Beispiel Meldegesetz halt jeden betrifft. Richtig. Aber ich habe es selber erlebt letzte Woche. Ein Dortmunder, der Bayern München-Fan ist. Eine Installation eines Windows 8. Was kam nach der Installation in diesen Widgets? Was war zu sehen? Bayern München in der Sportübertragung. Ich habe gedacht, ich stehe im Gemüsefeld, weil, ja, das habe ich schon immer. Aber wie gesagt, ich habe es aufgegeben zu kämpfen, weil das ist nun alles öffentlich und naja, was soll's. Und so habe ich schon viele Leute erlebt und ich finde das traurig. Es ist, weil sowas macht mich dann echt verrückt, solche, diese Teilnahmslosigkeit. Was man bei jungen Leuten aber auch beobachten kann, ist, dass sich viele, also dass sich der Medienkonsum schon stark verändert hat. Das heißt, immer mehr Leute nutzen nicht mehr primär die Zeitung oder vielleicht den Fernseher, um sich zu informieren, sondern viele Leute suchen sich ihre Informationen selber übers Netz. Was klasse ist, weil man da selber gezielt recherchieren kann, suchen kann, aktiv werden kann, auch selber kommentieren kann. Und das ist ja eine ganz neue Form der Kommunikation, die immens wichtig ist für eine Demokratie. Und gerade im Zusammenhang mit Pressefreiheit, es ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Wie gehen wir beispielsweise um mit Bloggern? Momentan ist es so, dass auch in Deutschland es oft dazu kommt, dass Blogger mit Abmahnungen überzogen werden, wenn sie kritische Berichterstattung machen, dass Blogger abgemahnt werden, wenn sie Inhalte verlinken. Und das ist natürlich eine Sache, die viele Leute einschüchtert, wenn sie selber quasi als ja, Amateurjournalist oder Blogger aktiv werden wollen, um selber, sag ich mal, Presse zu machen, sich
selber aktiv einzubringen. Und da muss der Staat eigentlich mal ganz klare Regeln schaffen, die die Rechte von Bloggern mehr schützen, damit wir die Presselandschaft ein bisschen ja, bereichern und erweitern können. Weil im Endeffekt ist es ja auch so, dass die, sag ich mal, die normale Presse auch immer mehr ja, von Online-Berichterstattung profitiert. Das kann man ganz schön beobachten, vor allem im Bereich Netzpolitik informieren sich viele Journalisten tatsächlich auch über Blogs oder über die Recherchen von Bloggern und bauen quasi auf dieser Recherche auf. Das heißt, das ist quasi ein Crowdsourcing im Bereich Recherche, von dem eigentlich alle profitieren können. Und insbesondere, wenn eine Vielfalt von Informationen da ist, kann man sich ja auch viel unabhängiger informieren. Das heißt, es gibt nicht mehr die eine große Tageszeitung, die in meinem Dorf verfügbar ist, sondern ich kann mit einem Klick mir jede Information weltweit zu diesem Thema suchen. Und das verschiebt natürlich die Machtverhältnisse zum Guten, wie ich denke. Denn in einer Demokratie ist es immens wichtig, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und aus diesen unterschiedlichen Argumenten und Meinungen uns dann selber die Meinung bilden. Und momentan ist es, wie gesagt, so, dass das, glaube ich, bei der Gesetzgebung oder halt auch bei den meisten Parteien noch gar nicht so richtig angekommen ist, wie wichtig es ist, eigentlich diese Vielfalt zu schützen und nicht einzuschränken. Wäre es denn nicht einfacher, statt immer mehr Gesetze zu entwickeln und zu bauen, zu sagen, bauen ein einziges Gesetz, wo steht, das Internet ist frei und unantastbar, würden damit eigentlich alle Probleme, die es mit dem Internet gibt, momentan geklärt sein? Also ich finde, das Grundgesetz ist ein sehr gutes Beispiel für guten Grundrechtsschutz. Natürlich gibt es in einigen Punkten, sage ich mal, Verbesserungsbedarf, vor allem in Bezug auf Einschränkungen, die in den letzten Jahren dort eingefügt worden sind. Aber im Endeffekt würde ich allen Gesetzgebern und auch allen Parteien empfehlen, sich das Grundgesetz vielleicht auf dem Weg zur Arbeit vorher mal kurz durchzulesen. Denn wenn man sich die Gesetzgebung vor allem im Bereich Datenschutz, Netzpolitik, aber auch Pressefreiheit anschaut in den letzten Jahren, kommt es immer mehr dazu, dass Gesetze bewusst, ich unterstelle mal bewusst, durchgebracht werden, die später vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden. Und noch vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren wäre das ein Skandal gewesen. Es wäre ein Rücktrittsgrund gewesen für einen Minister, wenn er im großen Stil verfassungswidrige Gesetze durchgebracht hatte. Heute juckt es anscheinend niemand mehr und ich finde das skandalös, denn im Endeffekt ist das Grundgesetz, glaube ich, schon eine sehr gute Betriebsanleitung in vielen Punkten, an die wir uns auch ruhig halten können. Und es geht nicht, dass ja, die Bundesregierung oder auch viele Parteien in den Parlamenten einfach so tun, als könnten sie quasi über dem Gesetz stehen. Das ist nicht richtig. Und vor allem ist es nicht richtig, wenn das Bundesverfassungsgericht dann systematisch zur Korrektur von Gesetzesentwürfen herangezogen wird. Das war eigentlich als Notfalllösung gedacht, dass nur in Extremfällen dann das Bundesverfassungsgericht einschreitet und sagt, so, jetzt seid ihr aber zu weit gegangen. Das Problem ist, das ist längst politischer Alltag geworden. Und das ist einfach eine Frage der politischen Kultur, inwiefern man Grundrechte respektiert. Und da ist einfach eine Respektlosigkeit in der Gesetzgebung, die ich erschreckend finde. Wohl wahr, du sprichst wahre Worte. Okay. Bevor ich nochmal den Fehler mache und sage, wir sind am Ende, hast du noch was zu sagen? Ja, ich wollte sagen, selber Aktionen machen ist gar nicht so schwer. Also ich kann mal so ein bisschen skizzieren, wie wir diese Idee und auch die Umsetzung zu diesem Aktionstag gemacht haben. Und es war, wie gesagt, recht spontan. Wir haben vor anderthalb Wochen die Idee gehabt und haben dann einfach geguckt, was brauchen wir? Okay, wir brauchen jemanden, der so ein bisschen Pressemitteilungen schreiben kann. Okay, da gibt es die SG Presse, an die kann man sich wenden. Wir brauchen jemanden, der uns ein schönes Banner baut. Okay, da gibt es die SG Gestaltung, da kann man mal anfragen. Wir brauchen jemanden, der uns ein Plugin baut. Da habe ich einfach auf Twitter gefragt. Da hat sich spontan eine Piratin gemeldet, die auch in kürzester Zeit uns was ganz Tolles gebastelt hat. Und ja, dann haben wir einfach eine Wiki-Seite gemacht und losgelegt und Leute angeschrieben und gefragt, ob sie mitmachen wollen. Und das Feedback war durchweg positiv. Und von daher
rate ich jedem, der in einigen oder in einigen Themenbereichen einfach sagt, okay, wir müssen da einfach mehr machen oder einzelne Gesetzesvorhaben sieht, die er kritisch findet, werdet selber aktiv. Das ist echt nicht schwer. Und wir sind alle Kämpfer, aber wir sind keine Einzelkämpfer. Und es lohnt sich einfach, wenn man eine Idee hat, vielleicht mal die AG oder vielleicht auch einzelne Leute gezielt anzusprechen und zu fragen, hey, willst du mir helfen? Ich habe da eine Idee. Und diese Leute kann man dann von der Idee überzeugen. Und das kann auch mal auch in kürzester Zeit eine coole Aktion werden. Von daher mein Appell, selber machen und die Welt verbessern. Lohnt sich immer. Cutter-Fragen. Ganz einfach. Alles klar. Katha, jetzt ich danke dir. Ich wünsche einen schönen Abend. Wir hören uns irgendwann wieder. Ich denke, das dürfte gar nicht so lange dauern. Tschüss, bye bye, Winke Winke. Der Wutze fürs Krähennest. Tschüss, Katha. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter. @Krähennest mit AE.